jetzt ist das schön, ein schöner Tag, eine gute Nacht gehabt, richtig entspannt, mit ganz viel Ruhe und es war auch nicht ganz dunkel, es war richtig schön. Der Mond hat geschienen, ja richtig, da habt ihr ja gerade gesehen. Ja, da kam ein Bulle, kam da jetzt kurz mal rüber, über die Straße hier. Und dann wollte die Mila dahin und wollen wir ein bisschen aufpassen auf die kleine Kröte. Normalerweise nehme ich die immer hoch, aber eigentlich war der noch weit weg und dann sprintet die dahin, die dumme Nuss. Naja, nichts passiert, alles gut. Der war freundlich, ist einfach mal an uns vorbei stolziert. Also alles cool. Ja, da stehe ich. Und jetzt gehen wir frühstücken. So, wir haben uns das jetzt gerade mal angeschaut. Ja, da hat mal jemand drin gewohnt, da ist ein Kamin drin und irgendwie so ein, ist eigentlich nur ein Raum mit so einer Unterteilung. Aber es stinkt bestialisch nach Pisse da drin, keine Ahnung, gefliest und ja, fällt auch halb zusammen, ne? Aber neues Fenster drin, keine Tür, aber da ist, konnte ich jetzt nicht wirklich viel filmen, weil da war so ein Wespennest, ja. Aber alle Hunde waren dabei, außer ihm. Die bleibt einfach da stehen, die Emmy. Naja, weiter geht's. Eine Ahnung, was das sein könnte? Das habe ich jetzt hier gerade gefunden. Es ist doch relativ groß, der Kiefer. Aber ist das von der Kuh? Kann jemand das irgendwie entziffern? Was das sein könnte, von welchem Tier? Ich meine, Kojoten laufen ja hier nicht rum. Ne? Also, wer es weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. So, es ist passiert. Eben, also schon vor ein, zwei Stunden kamen die Ranger, also nicht die Polizei oder Guardia Civil. Das sind die, die hier die, ja, für die Natur halt zuständig sind. Ne? Ich denke, heute Morgen die Bauern oder so, die die Kühe zusammengetrieben haben, die haben wahrscheinlich gesagt, weil die kamen ziemlich zielgerichtet zu mir an meinen Platz und ich stehe recht versteckt und gesagt, ja, am Tag darfst du hier stehen, aber in der Nacht nicht. Ja, dann suchen wir uns jetzt mal ein neues Plätzchen, ne? Ich habe jetzt auch schon eine Stunde gesucht oder so, von daher zurück will ich auf jeden Fall nicht. Jetzt suche ich mir den nächsten See oder irgendwas, keine Ahnung. Schade. Die Bande. Wie süß. Da sagt mal einer, die Windhunde müssen laufen. Also ich sag's ja immer wieder. Ne? Und viele Leute, die mit mir laufen, mit meinen Hunden mal mitlaufen und die ein bisschen kennenlernen, die denken so, ey, mit denen ist ja gar nichts los. Ey. Die laufen ja immer hinterher, so 500 Kilometer, ist ja voll langweilig, die flitzen ja gar nicht und so. Also sehr selten, aber ne, zu ihren Zeiten und so. Naja, das dazu. Ich bin, wie ihr seht, nicht mehr am See und auch nicht mehr in der Nähe vom See. Ich bin zurückgefahren zum Stellplatz
erstmal, weil das war irgendwie, ich habe gestern den halben Tag, wirklich den halben Tag nach einem schönen Stellplatz gesucht, der halt nicht in der City irgendwo ist, mit Asphalt oder eben schräg oder wie, der nicht direkt an der Straße liegt, wenn er denn in der Idylle liegt und ja, wo man auch Internet hat, ne, weil ich brauche das ja. Von daher war es etwas schwierig und heute Morgen nochmal geguckt, dann kamen ja gestern die Ranger auf dem Picknickplatz, dann habe ich das Schild gesehen, da darf man auch nicht parken, aber ich habe es einfach gemacht und war auch nicht schlimm, war keiner da. Aber ich sag euch, hier in der Ecke ist es halt echt, also im Süden Spanien ist sehr schwer, es hört sich jetzt komisch an, aber es ist für mich persönlich, ist ja nicht für alle so gleiche Gedankengänge und was man so sich vorstellt, unter Alleinsein und Ruhe finden und so, ist es halt für mich sehr schwierig, einen schönen Platz zu finden, hier in der Ecke und auch, wo man, so der schöne Platz, aber dann eben, ne, dann, wenn man dann alle Tage oder jeden Tag oder so weggeschickt wird, dann kann es schon ein bisschen, dann ist es ja auch keine Erholung und keine Ruhe, von daher ist das blöd. Ja, deswegen bin ich erstmal hier und starte jetzt hier mal wieder neu die nächsten Tage. Ich musste jetzt ein bisschen mit dem Speicherplatz, das ging gar nicht mehr. Ich habe die letzten Tage so viel aufgenommen und die letzten Wochen, da war ein bisschen mau mit dem Handy-Speicher und jetzt bin ich hier fleißig meine YouTube-Videos am Schneiden schon mal im Voraus, damit das abgehen kann und ja, ich weiter für euch filmen kann. Was auch immer die nächsten Tage passiert, seid gespannt. Kalt. Ich habe mir schon meinen Onesi angezogen. Ja, wir haben morgens früh irgendwas kurz vor 9. Es ist arschkalt. Also es ist nicht so kalt, aber für mich, also wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es echt fast wie Winter. Also, es ist auch feucht draußen, also die Fenster von draußen sind ein bisschen nass und ja, aber es ist noch alles still und ich stehe da mal auf, ne? Käffchen und so. Warum sitzt der Diego denn hier? Weißt du? Raten? Da gibt's Essen. Aber Diego hat schon gegessen. Ja, hast schon gegessen, mein Hase. Und auf Tisch sitzen ist eigentlich auch nicht angesagt. Ne? Ja. Genau, geh mal runter jetzt. Komm runter, Diego. Gehst du mal runter jetzt? Komm. Runter. Du kleiner Scheißer. Kremlin. Guten Morgen, guten Morgen. So, gerade aufgewacht. Und irgendwann erst so 4, 5 Uhr oder wann, ich weiß es nicht mehr. Ich habe noch Medical Detectives bis in die Puppen geguckt. Rückenschmerzen. Ich kann einfach im Moment nicht mehr schlafen. Bis auf die eine Nacht am See schlafe ich seit Wochen schlecht. Entweder weil es zu laut ist oder zu unruhig. Oder die Müllabfuhr eben immer kommt. Also es ist echt grausam im Moment. Grausam. Und ich weiß immer noch nicht wohin. Das ist irgendwie, normalerweise habe ich früher immer schlecht geschlafen, wenn ich unruhig war wegen irgendwas. Das ist gar nicht. Dafür aber jetzt, weil es einfach zu viel ist von allem. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, deswegen sehe ich auch immer so zerknauscht aus, ne? Weil ich einfach keine Nacht mehr irgendwie ansatzweise, weiß ich nicht, vielleicht mehr als 3 Stunden am Stück schlafe.
immer wach und immer lange wach oder früh wieder wach und oh, Hölle. Selbst meine Hunde irgendwie, die sind auch so gelangweilt und keine Ahnung. Das ist jetzt auch nicht wegen dieser Ecke hier, aber es ist einfach, weil momentan geht kein Step weiter, ne? Das ist, ich bin jetzt so an so einem Punkt, wo ich jetzt wieder merke, ich muss weg oder ich muss irgendwas tun oder irgendwas, was mich aber immer noch hier hinzieht, warum auch immer, was auch immer. Ja, im Moment weiß ich nicht, wohin mit uns. Und das ist eine ganz neue Sache für mich, dass ich das noch gar nicht so hatte bisher, wo ich unterwegs bin und fühlte mich eigentlich soweit immer wohl und war, weiß ich nicht, kreativ und habe was geschafft und so. Und jetzt, weiß ich, ich fahre so voll runter und fühle mich nicht gut. So, ein paar Stündchen später, wie ihr seht, wir sind am Strand wieder zurück und irgendwas ist anders. Irgendwas ist total anders, weil die haben die Mülltonnen hier abgebaut. Also keine einzige Mülltonne mehr. Und ihr habt ja hier meine Kacktüten und so. Naja, dafür sind wir hier fast alleine, nur ein paar Angler. Das war dann, ja, es ist bewölkt, hat auch eben ein bisschen geregnet. Ganz unserer Stimmung zumute heute, das passt ja. Aber gut, aber die Mädels schnitzen wieder ein bisschen, das ist schön. Weiter geht's, Bella. Hey, Bella, kann auch wieder flitzen. Hoppa. Na los. Ja. Ah, da bin ich doch glücklich, wenn ich das sehe. Schön.